Willkommen in der Realität, möchte man den Aktienmärkten zurufen, nachdem offenkundig die Diskrepanz zwischen dem, was der Fall ist und dem, was sich die Aktienmärkte für die Zukunft vorstellen, ein bisschen sehr groß geworden ist, nachdem also die Realität ein bisschen zu sehr sich in die Träume praktisch hineingeschlichen hatte, ist man ein bisschen ernüchtert gestern an den Aktienmärkten. Die Frage ist, ist das dauerhaft oder wird der Liquiditätsrausch, wird diese Notenbank-Duselei weitergehen? War das nur ein kurzer Geistesblitz sozusagen, wo man sich wieder ein bisschen ankoppelt an das, was man als Realität, als ökonomische Realität, als Realwirtschaft bezeichnen kann? Das werden wir sehen. Schauen wir uns zunächst mal an, was da so ein bisschen die Träumereien gestört hat gestern. Da gab es vor allem diese Meldung, das hat die Märkte geradezu schockiert. Los Angeles County will die Stay-at-Home-Order für mindestens 3 Monate ausdehnen. Das geht also bis in den Sommer. Nun ist Los Angeles nicht gerade unwichtig. Dieses County, Los Angeles County, wie wir hier sehen, das steht für 3,8% des gesamten US-BIP und umfasst mehr als 10 Millionen Einwohner. 88 Städte sind darin enthalten. Da ist also praktisch jetzt die Perspektive schon mal da, dass diese 10 Millionen kaum im Arbeitsprozess sein werden. Okay, Homeoffice wird teilweise passieren, aber vieles wird eben nicht passieren. Gastro, diese ganze Gig-Economy wird nicht mehr stattfinden. Das war ein Schock für die Märkte, nachdem man schon vorher so ein bisschen ernüchtert war durch die Aussagen von Dr. Fauci, der so ein bisschen, naja, ich sag mal, die Träume ein bisschen angepikst hat, dass alles bald vorbei ist, dass wir bald einen Impfstoff haben, ein Medikament haben. Frühestens später Herbst, Anfang Winter könnte man weitere Erkenntnisse haben, so Fauci. Das hat auch ein bisschen die Bullen gestört. Aber was hinzukommt, ist jetzt die Verschärfung im Prinzip der Suche nach dem Sündenbock. Wir haben Lindsey Graham, einen der einflussreichsten republikanischen Abgeordneten in den USA, der mit anderen Republikanern hier eine Bill verabschieden will, die es der Regierung, US-Regierung, die es also Trump ermöglichen würde, Reparationsforderungen an China zu stellen wegen des Coronavirus, weil man sagt, naja, ihr habt ja nicht rechtzeitig informiert, die WHO zumindest, die ja eine gewisse China-Nähe hat, wie wir inzwischen wissen, sagt doch, wir wurden Anfang Januar bereits informiert, aber es ist natürlich die Suche nach dem Sündenbock, nach jemand, der faktisch dann den Schaden bezahlen muss oder bezahlen soll, der entstanden ist. Und dieser Schaden ist ja besonders in den USA besonders heftig. Und hier sehen wir mal den Chartverlauf gestern beim Dow Jones anhand dieser drei Komponenten. Erst Fauci, so ein bisschen Ernüchterung, dann diese China Bill der Republikaner, aber dann vor allem LA Lockdown. Das ist das, was die Märkte richtig geschüttelt hat. Denn das bedeutet, dass diese Träumereien nach einer V-Erholung, dass alles ganz schnell wird wie vorher und deswegen die Kursniveaus, auch die Bewertungsniveaus ja irgendwie gerechtfertigt sein. Diese Träume, die fallen gerade in sich zusammen. Wer kommt als nächstes, wenn es Los Angeles ist? Und es sind ja die leistungsstarken Zentren in den USA. Es ist New York, es ist Los Angeles. Ob der mittlere Westen nun arbeitet oder nicht, das macht für das US-BIP praktisch kaum einen Unterschied. Aber wenn diese Ost- und Westküstenmetropolen praktisch im Lockdown sind, dann spürt man das, dann merkt man das. Wir schauen uns mal den Unterschied zwischen Realität und der Fantasie an, zwischen Träumen und Realwirtschaft. Da sehen wir, dass zumindest andere Märkte eher an der Realität sind, eher an den nüchternen Zahlen sind. Das sind auf der einen Seite eben die Märkte für Staatsanleihen. Wir sehen hier die 10-jährige US-jährige Staatsanleihe. Da sehen wir überhaupt keinen Move, wie er vielleicht bei den Aktienmärkten der Fall ist. Und wir sehen bei den Commodities, bei den Rohstoffen, die ja eigentlich, wenn die Annahme der Aktienmärkte stimmen würde, dass wir eine V-Erholung sehen, dass alles wieder ganz schick wird, ja eigentlich auch anspringen müssten. Aber sie tun es nicht. Es sind also die Aktienmärkte wieder ganz allein zu Hause. Das hatten wir schon öfter und es war auch kurz vor dem Corona-Crash so, dass die Anleihemärkte schon etwas anderes gesehen haben, dass die Devisenmärkte es anders gesehen haben, dass vor allem die Rohstoffmärkte es anders gesehen haben. Nur die Leitung der Aktienmärkte ist manchmal ein bisschen länger. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier nochmal das Alphabet der Recoveries, V. Das ist das, was die Aktienmärkte angenommen haben. Es geht dann steil nach oben, eigentlich ohne Unterbrechung.
Das ist wahrscheinlich erledigt, die U-Shape Recovery, dass es dann praktisch nochmal so eine Delle gibt. Und wir haben also die verschiedenen Z-Shaped, W-Shaped, L-Shaped. Hier sehen Sie in der Grafik, wie das ungefähr aussieht. L ist natürlich die unschönste Variante für die Märkte insgesamt. Damit man mal den Unterschied zwischen Realität und Imagination sieht, nehme ich mal das Beispiel Apple. Hier sehen wir, dass die Apple-Verkäufe wohl 77%, so heißt es, zurückgegangen seien im April. Dann haben viele gesagt, na, ist doch gar nicht schlimm. Wir haben doch den Services-Bereich, der bei Apple immer mehr wächst. Das wird doch diese ganze Geschichte mit den weniger iPhone-Verkäufen mal ganz entspannt überkompensieren. Aber wenn man sich das anschaut, die Zahlen anschaut von Apple aus dem ersten Quartal, dann haben wir einen Gesamtumsatz von 58 Milliarden Dollar. Davon entfallen 13 Milliarden auf den Servicebereich, also iStore etc. etc. Das heißt, das sind weniger als ein Viertel. Wie soll also dieser Teil, der vielleicht wachsen wird, weil die Leute zu Hause sind, mehr Apps runterladen, dafür Geld bezahlen, kann sein, dass der wächst. Wie soll das dann überkompensieren, was mehr als 75% des Restes ist? Das leuchtet mir nicht ein, aber es zeigt sozusagen, auf welchen Prämissen teilweise hier die Annahmen basieren. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann ist der IFO-Index, der deutsche IFO-Index, eigentlich ein sehr guter Frühindikator für das, was an Gewinnen pro Aktie zu erwarten ist. Und wir sehen, der IFO ist natürlich abgestürzt. Wir sehen aber eben den MSCI World Earnings per Share Erwartung für die nächsten 12 Monate, ist da noch lange nicht, wo der IFO inzwischen schon ist. Aber wir sehen, dass der IFO da eben eine gewisse Frühindikation hat und die Gewinnerwartungen wahrscheinlich in diesem Welt-ETF MSCI World dann wahrscheinlich folgen werden. Was haben wir noch? Wir haben natürlich diese Rallye, klar, durch diese Liquiditäts-Tsunamis, die vor allem durch die Fed hier eingestreut sind. Wir haben die Most Accommodative Monetary Conditions on Record. Anders wäre diese Rallye nicht möglich gewesen. Die Frage ist nur, ist es Aufgabe der Aktienmärkte eigentlich ein Wettbüro für Notenbankliquidität zu sein? Oder eben die ökonomische Realität vor allem der Unternehmen, die in den Aktienindizes enthalten sind, abzubilden? Das ist die große Frage. Ich bin zumindest noch aus einer Generation, die Letzteres kennt und bevorzugt. Und jetzt muss es die Fed retten. Wir haben ja heute Jerome Powell, 19 Uhr, der mit einer kleinen Ansprache wahrscheinlich sagen wird, diese ganze Erwartung an Negativzinsen, die ist nicht okay. Gestern schon einige Fed-Speaker, Brainard, Kashkari, wie sie alle heißen, Barker, die gesagt haben, also Negativzinsen sind überhaupt nicht denkbar. Die Amerikaner werden Negativzinsen bekommen. Die Märkte, die Fed Fund Futures werden diese Negativzinsen bereits spielen. Die Fed wird das also sagen, aber ob sie es sagt oder in China ein Sack Reis umfällt, who cares? Die Logik ist zwingend. Wir sehen hier, dass die Amerikaner der Fed nicht gerade mit fliegenden Fahnen vertrauen. Nur 51% sagen, ich vertraue der Fed nicht. 47% sagen, ja, ich vertraue ihr. Auffallend ist, dass die Demokraten der Fed eher zugeneigt sind mit 56%, während die Republikaner nur 45% Zustimmung haben. Und wie gesagt, das ist jetzt ja die Fed, die im Grunde als der ultimative Retter in die Bresche springen muss. Und der ein oder andere macht sich Sorgen, wie Mohammed El-Arian, der sagt, ja, wir kommen von dem Mantra, don't fight the Fed, bekämpfe nicht die Fed, hin zu der These, die Fed ist der Markt. Man muss also gar nicht die Fed bekämpfen, sondern die Fed ist ein so dicker Fisch inzwischen im Markt. Gerade ja, gestern haben diese ETF-Käufe begonnen, also diese Unternehmensanleihenkäufe. Man kauft ja auch Junk-Bonds seitens der Fed. Wie kommt man da wieder raus? Wo will man dann enden? Das ist das große Problem. Das heißt, wenn ich ein solches Ding beginne, das ist so wie mit Negativzinsen, das ist so wie mit QI, dann kann ich im Prinzip nicht mehr raus, ohne die Märkte dann richtig kaputt zu machen. A und B, wo ist mein Exit? Was passiert, wenn ich raus will? Dann wollen alle anderen auch raus. Das ist eben der Punkt. Aber jetzt muss die Geschichte irgendwie gerettet werden. Und während die Trump-Administration gestern gesagt hat, ja, wir wollen erst mal gucken, wie das Ganze so wirkt, was wir hier auf den Weg gebracht haben, sagen die Demokraten unter Pelosi, nein, wir wollen weitere 3 Billionen mal eben schnell locker machen, also infinite Schuldenausweitung, die auch von den Demokraten natürlich präferiert wird. 1,2 Billionen sollen dann direkt an Menschen gehen, 1 Billion für die lokalen Governments und die Bundesstaaten
Und, also das ist schon ein ziemlicher Hammer. Dann würde die US-Verschuldung in Richtung 30 Billionen gehen. Das ist extrem, aber es wird wahrscheinlich notwendig sein und es wird kommen, dass der nächste Scheck kommt und dann wieder der nächste Scheck kommt. Nicht Schock, sondern Scheck. Das heißt, die Notenbank wird faktisch die Menschen finanzieren, die nicht mehr im Job sind, die außerhalb des Arbeitsprozesses sind. Das wird kommen. Gar keine Frage. Wir sehen, dass die amerikanischen Bürger mehr und mehr Angst haben, ihren Job zu verlieren und weniger bereit sind, das ist diese Linie, die hellblaue Linie, die nach unten zeigt, weniger bereit sind, freiwillig einen anderen Job zu suchen, möglicherweise. Und das hat durchaus gute Gründe. Wir sehen hier die neueste Umfrage der New York Federal Reserve über den Weekly Economic Index. Da sehen wir null Erholung. Da ist also nicht wirklich etwas passiert. Wir haben gestern dann noch desaströse Zahlen gehabt. Das passt jetzt zu dem, was Pelosi fordert, nämlich diese Schuldenausweitung ins Infinite. Wir sehen hier, dass das Government Spending, das sind die Daten aus dem April, um 161% gestiegen ist im Vergleich zum April des Vorjahres, nämlich auf 979 Milliarden Dollar. Damit hat die USA ein Defizit gemacht von 738 Milliarden Dollar alleine im April. Normalerweise ist bilanziell der April eigentlich so der beste Monat des Jahres. Das kann man in den letzten Jahren sehen, weil da Steuern eingegangen sind etc. Aber diese Steuern, die kommen nicht. Wir sehen hier die Federal Government Receipts, das heißt also die Steuereinnahmen des Staates, die sind rückläufig und zwar um 55% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt, der Staat nimmt weniger ein und gibt mehr aus und das ist ein gewisses Ungleichgewicht. Und früher oder später wird der Dollar, werden die Amerikaner das zu spüren bekommen, dass man nicht mehr bereit ist, für Minizinsen oder sogar Nullzinsen oder gar Negativzinsen amerikanische Schulden zu kaufen, wenn ich ein totales Ausweitungssystem von Schulden habe. Das wird nicht allzu lange gut gehen. Dann wird Donald Trump der Schuldenkönig sein. Wir sehen hier die Verschuldung. Obama hat es immerhin geschafft, 9,3 Billionen in 8 Jahren. George W. Bush noch 6 Billionen. Trump hat jetzt schon 7,3 Billionen und es werden wahrscheinlich mindestens 14 Billionen gesamt dann. Vermutlich wird es noch ein bisschen mehr. Und wir sehen, dass mit den Problemen, die jetzt die Aktienmärkte vor allem im ersten Quartal hatten mit diesem Corona-Crash, dass es da auch Pensionskassen böse erwischt hat. Die haben durchschnittlich 13,2% verloren im ersten Quartal. Klar, die haben sich erholt dann im zweiten Quartal, aber man sieht, dass da an diesen Aktienmärkten natürlich für die Amerikaner schon was dranhängt und das gilt auch für die Norweger. Da ist der größte Wealth Fund, der muss jetzt 37 Milliarden Dollar an Norwegen ausschütten, weil Norwegen eben, der Staat Norwegen, Geld braucht. Und das heißt, man muss hier Aktien verkaufen, um diese ganze Geschichte zu finanzieren. Wir haben dann abschließend gesagt, noch in Jinling, möglicherweise die zweite Welle Jinling, das liegt so ein bisschen nördlich von Nordkorea, also im Nordosten des Landes. Hier ist eine Provinz, wo jetzt praktisch der innerstädtische Verkehr lahmgelegt wird. Zweite Welle, das, was in Wuhan sich schon ein bisschen abzeichnet. Und das wäre natürlich etwas, was die Märkte überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass diese zweite Welle kommen kann, kommen wird, und zwar schon vor dem Herbst. Möglicherweise eröffnet Europa schon ein bisschen zu früh, sagen hier Analysten, die das mal vergleichen mit Asien. Und das könnte bedeuten, dass dann in Europa etwas höhere Risiken sind. Abschließend noch eine Projektion für das, was an Wirtschaftseinbruch oder Wachstum dann später, wenn es denn kommt, zu erwarten ist. Hier sehen wir, dass Goldman Sachs die Erwartungen nach unten gesetzt hat für 2020. Aber man sieht, dass Deutschland da noch am besten mit dastehen könnte in Europa, besser als Frankreich, Italien, Spanien und auch UK. Aber schauen wir uns mal die Charts an. Es gab gestern diese von mir geschilderten kleinen Einbrüche. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, 23.672 Punkte. Wir waren gestern ja fast noch 800-900 Pünktchen höher. Die Charts sind von Capital.com, meine Damen und Herren. Jedenfalls haben wir da nochmal den Versuch der Asienrampe gesehen, also das Hochziehen der US-Futures, aber das wird scheinbar schwieriger in diesem Umfeld. Wir sehen den DAX aktuell bei, wo ist er? Da ist er bei 10.659, hält sich noch relativ gut. Was macht der Euro? Der kommt ein bisschen runter, 1,0847. Wie gesagt, kurzfristig, wenn wir jetzt Risikoaversion in die Märkte bekommen, ist das Dollar positiv. On the long run ist der Dollar, wie Mark Faber mal gesagt hat, Konfetti.
und zwar brennbares Konfetti, und wir sehen amerikanische Crude Oil bei $25.86. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sind so ein bisschen jetzt in die Realität gekommen. Man ist direkt aufgeprallt auf das, was faktisch der Fall war. Das Gap schließt sich ein bisschen, ob es sich vollständig schließt zwischen Bewertungen, zwischen Kursen an Aktienmärkten und dem, was der Fall ist, zwischen Fantasie, wie schön alles wird, und der Realität, die nicht so schön ist. Ob dieses Gap sich weiter schließt, das ist die große Frage. Aber wir haben jetzt schon das Potenzial mal einer durchaus deutlicheren Korrektur. Ich wünsche jedenfalls das Allerbeste und sage Servus und Ciao.